Das Projekt heißt Inside Auschwitz. Mein Name ist Mike Biak vom WDR. Und wir haben zusammen das Projekt realisiert in Auschwitz und aber auch hier in der Umgebung von Köln mit Zeitzeugen, die Auschwitz durchlitten haben, und hatten dabei das Ziel, dass User die Chance bekommen, Auschwitz zu erleben, die Geschichten, die dort stattgefunden haben, auf eine neue Art zu erleben, die Dimensionen dieses Ortes in Form von 360-Grad-Brunnenaufnahmen neu erspüren, also nicht nur sehen, sondern tatsächlich erleben können. Und es ist die erste Geschichte über Auschwitz, insofern ein Stück Pionierarbeit. Und zugleich mehr als nur ein Versuch, als eine Spielerei. Es ist tatsächlich von uns aus der ernsthafte Versuch, das Thema nochmal auf eine ganz neue Art und Weise zu erzählen.